Wer meine Videos kennt, der weiß, ich mag All-in-One-Wasserkühlungen. Nicht nur aufgrund ihrer vergleichsweise geilen Optik, sondern eben auch, weil man damit meistens auf der sicheren Seite ist, was Prozessor-Upgrades angeht. Trotzdem gibt es wie bei fast allem immer Pro und Kontras gegenüber Luftkühlern. Zu den Pros zählen zum Beispiel die erhöhte Kühlleistung, das Design und die verminderten Geräuschemissionen. Dagegen stehen meist der Preis, die Anfälligkeit der mechanischen Bauteile, wie zum Beispiel der Pumpe, und die dann doch begrenztere Auswahl der Gehäuse. Ich denke, das sind einige der Gründe, wieso sich Systemintegratoren in den unteren und mittleren Preisklassen meistens dann doch für einen Luftkühler entscheiden. Dazu kommt es immer wieder vor, dass ich in den Videos gerne auf entsprechende Kühler schimpfe, vor allem was den mangelnden Abtransport der Wärme des Prozessors und die Geräuschemissionen angeht. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, euch mal aufzuzeigen, was aktuelle CPU-Luftkühler in Verbindung mit einem Ryzen 5 3600 leisten und was die besten Möglichkeiten für euch sind, wenn ihr euch für einen Kauf oder die Konfiguration eines luftgekühlten Systems entscheidet. Sollte euch dieses Format gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann teste ich in Zukunft auch mit Intel-Prozessoren und leistungsstärkeren Prozessoren von AMD. Getestet wurden die verschiedenen Lüfter auf meiner Testbench, die ein Gigabyte B450 Mainboard, 2x8 GB RAM mit 3200 MHz und ein 650 Watt Netzteil von Shakun beinhaltet. Der Ryzen 5 3600 hat eine TDP von 65 Watt. Was erstmal nicht nach viel klingt, reicht aber aus, um zumindest die günstigen Lüfter an ihre Grenzen zu bringen. Nach jedem Lüftertest habe ich den Prozessor gereinigt und neue Arctic MX5 Wärmeleitpaste aufgetragen. Zwar nicht schön, aber selten. Die Lüfterkurve habe ich im BIOS für alle Lüfter gleich eingestellt und nicht mehr verändert. Ausgelastet habe ich den Prozessor mit Cinebench R23 und die Temperaturen über HW-Monitor ausgelesen. Starten wir als gewisse Referenz mit dem Stockkühler von AMD. Der liegt nach 7 Minuten Dauerlast bei maximal 90 Grad Celsius und erreicht hier schon nicht mehr seinen Boost-Takt von 4200 MHz, was durchaus mit der Temperatur zusammenhängen kann. Da einige CPUs bereits ab ca. 70 Grad Celsius die Boost-Takt-Frequenz senken, um die Temperatur halten zu können. Fazit hierzu: Zum Betreiben eines Office-PCs durchaus brauchbar, sobald es in Richtung Gaming oder Streaming geht, auf jeden Fall nach Alternativen umsehen. Als nächstes nehmen wir den Arctic Alpine 23 Kühler mit einer angeblichen TDP von 95 Watt. Diese Angabe habe ich allerdings nicht direkt auf der Herstellerseite, sondern auf der eines Systemintegrators gefunden. Hier liegen wir ebenfalls bei ca. 90 Grad Celsius und bei dem Teil hat es sich sogar gelohnt, mal das Smartphone auszupacken und diese wunderbare Geräuschkulisse aufzunehmen. Wundert euch bitte nicht, wieso ich nicht von jedem Lüfter so eine Aufnahme habe. Die meisten waren vom Geräuschpegel tatsächlich erträglich, sogar der Stocklüfter, hätte ich nicht gedacht, aber bei dem Arctic hat es sich richtig gelohnt. Kommen wir zum Cooler Master Hyper H412R mit einer TDP von 100 Watt. Da fuck ist das für ein Name, das Teil ist ein Kühler und keine verdammte Rakete. Da haben wir schon einen extremen Unterschied mit maximal ca. 72 Grad Celsius. Zwar leidet der Boost-Takt immer noch darunter, aber ihr solltet immer daran denken, dass das hier eine Testbench ist. Und in einem völlig geschlossenen Gehäuse können höhere Temperaturen möglich sein. Mit diesem Kühler habt ihr mehr Toleranz nach oben, da die kleinen Kühler zum Beispiel schon 90 Grad im offenen System erreichen. Alles in allem auf jeden Fall brauchbar, die Lautstärke war auch durchaus noch in Ordnung. Dann hätten wir hier noch den Silence A250 PWM mit einer TDP von 89 Watt. Das Teil wird unter anderem gerne von Argando ins System geklatscht. Hier durchbrecht ihr ebenfalls die 90 Grad Marke und hier habe ich ebenfalls ein kleines Soundvideo für euch. Allenfalls tauglich für Bürosysteme zum Zocken und Streamen allerdings nicht. Und hier noch der allseits beliebte BeQuiet Purock 2, der aber tatsächlich mit einer TDP-Angabe von 150 Watt trotzdem die 70 Grad Celsius übersteigt. Wenn wir uns zurückerinnern, der Raketenkühler von Cooler Master schaffte mit einer TDP-Angabe von 100 Watt ein ähnliches Ergebnis. Trotzdem auch gut geeignet fürs Gaming und Streaming. Und zu guter Letzt habe ich mir noch einen Kühler von AliExpress zukommen lassen, der mit einer TDP-Angabe von 120 Watt tatsächlich nicht übertreibt. Von der Haptik her lässt dieser sich allerdings kaum mit preislich ähnlichen Kühlern vergleichen, da er qualitativ doch eher mau daherkommt. Immerhin haben wir hier RGB-Beleuchtung. Wie lange die Lüfter halten werden, ist jedoch ungewiss. Die Temperaturen liegen bei ca. 72 Grad Celsius unter Volllast und sind somit auch ganz annehmbar. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen und hoffe, dass ihr in Zukunft ein wenig mehr auf die Kühlung eurer CPU achtet, da es sonst zu Leistungseinbrüchen und FPS-Drops kommen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.